Also, ihr Lieben, jetzt geht's los. Uns stehen ein paar interessante Tage bevor. Ein ganz neues Abenteuer. Ja, sowas hatten wir noch nie und wir sind richtig gespannt, was auf uns zukommt. Genau. Und ihr erlebt's mit. Also bleibt dran. Also, Helle, dann. Starte mal der Gustl, dass er fahren kann. Wir waren tatsächlich mit einem Filmteam verabredet. Sie wollten Aufnahmen für eine TV-Serie mit uns machen. Die Verabredung fand an einem Rastplatz in der Nähe von Rendsburg statt, da wir schon einige Tage vorher am Nordostseekanal privat verbracht hatten. Nach kurzer freundlicher Begrüßung ging es sofort zur Sache. Das Team inspizierte unser Wohnmobil. Es brachte diverse Kameras an, die Ist gar nicht so Mikros einfach mit dem wurden Einrichten. eingestellt Nee, weil es halt auch so eng ist, und ne? Ja, dann ich würde einmal kurz da platzierten sich durchhuschen. Kameramann Oh. und Tontechniker im Fahrzeug und schon ging die Fahrt los zu unserem ersten Ziel, das wir schon vorab eingestellt oder beziehungsweise vereinbart hatten. Aufgrund der momentan besonderen Situation mit Covid-19 muss natürlich erwähnt werden, dass wir alle getestet zu diesem Termin gekommen sind und wir haben diese Tests auch täglich wiederholt. Alle Personen waren stets negativ. Guten Morgen. Und genau, dann hol du die Hallo. Machen. Dann können wir uns einrichten quasi jetzt und fast loslegen. Das Wetter war denkbar schlecht, an Außenaufnahmen war nicht zu denken, sodass wir trotzdem versuchten, produktiv etwas zu gestalten. Und ich schlug vor, dass ich einen Fisch, den wir uns tags zuvor besorgt haben am Fischmarkt in Rendsburg, kochen, was das Filmteam sehr gerne angenommen hat. So kochte ich das erste Mal vor der Kamera und wir versuchten so natürlich wie möglich zu bleiben, was uns hoffentlich auch einigermaßen gelungen ist. Aber anstoßen können wir trotzdem mal über Sie, oder? Ja, klar. Am nächsten Tag war das Wetter deutlich besser und gleich einige Überlegungen wie Fahrradfahren, Leben im Wohnmobil sollte gezeigt werden und dazu gab es dann auch schon die ersten Anweisungen von Sarah. Sehr gut, ne, dass man zeigen kann, wenn man erfahrener ist, dann weiß man die und die Dinge schon vorher und die müssen es vielleicht noch ein bisschen, ja, einfach erst rausfinden. Das ist die Sarah, die gibt die Instruktionen. Morgen! Für unseren eigenen, gell? Jawohl, auch wir sind ein Filmteam. Jawohl, jawohl, auf jeden Fall. Ich würde sagen, es macht Riesenspaß hier. Also, ja, bei mir auch. Ja, ich muss aber die Aber Ursinn und Zähne ich habe putzen. schon einiges gelernt, Ah, muss ich schon gut. sagen. Also müssen Sie dann auch mit noch mehr Kameras Ah, dann gibt es für mich Das neue klingt jetzt nicht Anweisungen. nach eurer Arbeit. Ja, wir arbeiten ja auch schon mit zwei, drei Ja, Kameras, haben klar. wir auch schon mal, aber da hat er natürlich geschumpft beim Zusammenschneiden, weil es dann auch unterschiedliche Kameras sind. Ach so, ja, dann machen wir es eben ab. Ja, Ja, kein mein Problem. Pullover. Hört Ja, sich ja eigentlich nee, keiner alles sehen. gut. Ne? Wo steht's? Ach, da hängt's. Würde ich gleich die Fahrräder nochmal so positionieren, wie sie standen eben. Ja. Dass wir gleich auch noch ein paar Sachen einzumachen, draufsetzen, sowas macht das nach. Ja, ich muss nochmal nachziehen, gell? Der lockert sich dauernd. Ja, muss ich schon wieder nachziehen. Aha. Und der Schimmel. Was? Hab Der ich schon Schimmel ist auch wieder? da. Das ist der neue Trend. Ja. Das haben wir in unserem letzten Video, haben wir sogar gefilmt. Mir kommt da immer so ein Schimmel bisschen raus. raus, ja. Sehr gut. Und dann haben wir Das sieht gut aus. Ja, richtig.
Okay. So, dann machen wir einmal jetzt die beiden losfahren. Ne? Okay. Ja. Nochmal dahin. Genau, ihr könnt jetzt gleich losfahren. Ich richte mich einfach kurz ein. Wir müssen auch gar nicht so weit fahren. Keine Unfälle. Also ihr könnt, glaube ich, oder? Also mit Kamera bin ich noch nicht hingeflogen. Ohne Kamera schon zweimal. Okay, dann könnt ihr losfahren. Fahrt hoch. Das ist ja ein paar Minuten. Das ist ja dieser Fahrradweg rechts Richtung Hafen. Und dann seht ihr schon, wir sehen da, da ist irgendwann Ende. Alles klar. Irgendwann Ende. Dann dreht ihr da auch um. Alles ja. Klar, machen wir doch Platz. Okay. Also ich sage jetzt mal 4 Minuten. Ja, okay. So, schon geht's los. Voll mit Kameras ausgerüstet. Die Ussi ist hinten dran. Ussi, wo bist du? Und jetzt schauen wir mal, dass wir ein paar Minuten fliegen, fahren. Die Drohne fliegt hinter uns her. Aber von den Bildern können wir euch natürlich nichts zeigen. Die kommen dafür dann im Fernsehen. Sondern sind wir an der Ostsee. Ja. Wo ist die Ussi? Da hinten fährt sie. Bei den Einsätzen, zu denen wir gebeten wurden oder die wir selbst vorgeschlagen haben, hatten wir weitestgehend immer freie Hand. Es wurde lediglich ein Rahmen vorgegeben, wie zum Beispiel, dass wir mit dem Fahrrad unterwegs sind. Aber wo wir hinfahren so, und wie lange wir fahren, das wurde weitgehend uns selbst überlassen. Verstehe kein Wort. Geradeaus. Gut. So verlängerten wir auch noch ein bisschen die Fahrstrecke, weil es sehr windstill gewesen ist, auch angenehm zu fahren und weil uns auch der Weg entlang der Ostsee interessiert hat. Für die Drohnenaufnahmen war das sicherlich auch von Vorteil. Hier kann man was anfangen. Vor der Weiterfahrt müssen wieder Mikrofon, Kamera etc. eingerichtet und positioniert werden. Ich sitze wieder da und lasse alles über mich ergehen, während Ossi noch restliche Erledigungen im Wohnmobil durchführt. Auch bei uns keine Masken. Ja. Wir sind ja getestet, gell? Ja, wir sind alle getestet, richtig. Aber ich muss es dann doch leider in den geschlossenen Räumen eigentlich machen. Ich sag's nur, ja? Ja, das ist super lieb. Das ist auch ehrlich gesagt auch echt nervig, damit so zu arbeiten. Ja, das denke ich. Weil ich muss die eh immer hochziehen. Mhm. Oder beziehungsweise unter die Nase ziehen, weil ich sonst nichts sehen kann. Weil mein Sucher beschlägt sonst immer, wenn ich die Maske oben drüber habe. Mhm. Und das ist wie eine Brille halt. Ja, also. Ja. Blöd, ja. Ich bin immer dann mittig hingepackt vorne raus, ne? Mhm. Ich hab die auch gleich drin, ne? Hm? Ja. Hedde? Ja? Magst du einmal ganz laut in die Hände klatschen? Perfekt. Dankeschön. Dann wären wir soweit. Sehr gut. Nach der Ankunft am Stellplatz in Kiel wurde ich auch wieder nach meiner Meinung zum Stellplatz befragt. Ich habe gesagt, dass es ein sehr schöner Stellplatz ist, weil er eben einfach wunderbar liegt. Habe aber auch mit Kritik nicht zurückgehalten, wie ihr mich ja kennt. Und das Filmteam hat es alles aufgezeichnet. Mal sehen, was nach dem Schnitt davon übrig bleibt. Und dann ging es noch an die Planung für den restlichen Tag und den Aufenthalt in Kiel. So, und während des Kaffees sind dann schon mal die Zettel durchlesen. Ja. Dann müssen wir uns richtig benehmen. Ja. nee, das können wir später machen. So, wir fahren jetzt nach Kiel, wenn Josi irgendwann auch fertig ist. Denn da ist heute Wochenmarkt. Und den schauen wir uns natürlich an. Da kommt sie ja schon. Also das ist teilweise schon ganz schön stressig mit dem Team. Aber natürlich hochinteressant. Josi!
Teilweise ganz schön stressig, aber hochinteressant, oder? Na, die Ursi, ja, weil immer alles ich machen muss. Was? Anmelder? Nein, nein, wir teilen uns das schon gerecht auf. Ja, wie immer halt. Ja. Nee, ich finde es hochinteressant und richtig schön. Ja. Und das Wetter macht jetzt auch mit, das ist doch klasse. Ja, gestern haben wir so scheußliches Wetter gehabt und heute ist es einmal frei. Heute ist einmal frei. Und wenn es jetzt leckere Fischbrötchen gibt, dann ist die Welt gerettet, oder? Deshalb fahren wir jetzt auf den Markt. Ja, rechts rum, Ossi. Am Wochenmarkt in Kiel kaufen wir nicht nur Fischbrötchen zum Sofortessen ein, sondern wir kauften auch noch Gemüse. An jedem Stand, an dem wir etwas gekauft haben, wurden auch die Auslagen gefilmt. Natürlich nicht ohne vorher die Drehgenehmigung einzuholen. Am Nachmittag saßen wir dann noch gemütlich zusammen, aßen eine Kleinigkeit. Es ging nochmals zurück zum Stellplatz mit einem Nachdreh. Der nächste Morgen begann mit einem Covid-19-Test und schon ging es weiter Richtung Insel Fehmarn. Auch auf der Insel Fehmarn wurden wir gefragt, wo man etwas drehen könnte. Unsere Vorschläge wurden gerne aufgenommen, so fuhren wir zunächst zum Hafen in Burg, wo wir eine Sequenz drehen wollten. Natürlich gehört auch hier wieder das richtige Einparken dazu, was ihr sehen könnt, wie das filmisch festgehalten wurde. Und danach fuhren wir noch zum Hafen Richtung Fähre in Puttgarten. Das erzählt ihr euch einfach gegenseitig ja. So. Ne? Am besten wäre es, wenn ihr euch einen Schluck trinkt und dann anfängt. Ja, einen Schluck trinken und dann anfangen zu sprechen. Ich glaube, das war's jetzt, oder? Sehr schön. Wunderbar. Ja, das kann man wahrscheinlich auch schon nehmen. Ne? Oder? Das ist ein großes Ende. Ich würde nur gerne noch einmal. Super. Von der Lage her, aber der Platz zum Entsorgen ist besser, war nicht so toll. Jetzt nochmal anschauen. Und jetzt nochmal anschließen und dann gehen wir zurück zum Wohnmobil. Sag mal Hallo. Und du bist soweit? Ihr könnt jederzeit! Und bitte. Und ihr könnt, ja. Schmeckt gut. Lecker.
Also das waren jetzt mal richtig professionelle Aufnahmen auf unserem Kanal, ja. Denn das ist von der Regisseurin, von der Kamerafrau Sarah gefilmt. Ich hoffe aber für nichts. Ne? Vielen Dank für die professionellen Aufnahmen. Ja, bitteschön, gerne. Jetzt gönnen wir uns auch einen Fisch. Besser als ich. Oh, ja. Schleim. Aber den Kameramann lassen wir auch nochmal filmen. Ja, was er gefilmt hat, das sehen wir dann alle im Fernsehen. Ja, aber auf unserem Kanal kommt dann auch noch was von ihm. Ja. Richtig. Auf jeden Fall. Ach so, er ist umgedreht. Ah. Ja, jetzt Profikamera. Super. So, also unsere TV-Aufnahmen sind vorbei und es war super interessant für uns. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen was gelernt, was die Einstellung angeht. Ich möchte euch aber jetzt erst einmal vorstellen, wer da alles dabei war. Das war natürlich einmal die Ursi. Ja? Ja. Aber das ist die Sarah, die Regisseurin und die Cutterin. Dann der Tobi, der Kameramann. Ja, der filmt uns dann auch gleich nochmal was, ja. Richtig. Dann haben wir den Roland, den Tontechniker und die Cornelia, das war die Produktionsleiterin. Ich muss nur schauen, dass ich sie richtig drauf habe, jawohl. Das war die Produktionsleiterin, dass das alles ordentlich funktioniert. Wir hatten drei tolle Tage, es hat riesen Spaß gemacht mit euch. Ihr war ein ganz tolles Team und wir hoffen, das war auch für euch okay, was wir da gemacht haben. Ja klar, das geben wir gerne zurück. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren von Ursi und Helle. Da gibt es richtig, richtig gute Sachen zu sehen. Also bloß abonnieren. Also ihr merkt schon, wir hatten richtig Spaß zusammen. So, und jetzt gibt es noch eine professionelle Aufnahme von Ursi und Helle. Und zwar vom Kameramann, vom professionellen Kameramann. Jetzt uns ganz kurz filmen. Das kriegen wir hin. Ja, super. Ich halte das Mikro für euch. Andrea, ja. Willst du es umgedreht, dass du siehst? Hier, gell? Das ist ja ausmacht. Jetzt da, siehst du was? Jawohl. Ja. Es dauert manchmal immer ein bisschen. Ursi und Helle professionell. Warte, jetzt muss man ins Meer eben. Ist auch nicht so nah. Ich will auch immer meine Falte in der Kamera haben. Ja. Professionell gefilmt. Ruhig in das Mikro. Das waren die Dreharbeiten auf der Insel Fehmarn. Hier könnt ihr sehen, wie Profis ausgerüstet sind und Amateure. Das macht den Unterschied. Ein paar Drohnenaufnahmen haben wir auch noch gemacht. Die möchten wir euch zum Abschied noch einspielen. Gestoßen haben wir nicht genug die letzten Tage. Ja, und jetzt haben wir es uns auch noch mal verdient als Abschluss der letzten Tage. Richtig, haben wir uns da zwischendurch verdient, ganz klar. Aber wir wurden von der Regie öfters gebeten, ob wir nicht mit einem Gläschen Wein anstoßen möchten, weil es einfach auch im TV offensichtlich gut rüberkommt. Und es hat halt auch einfach zu der Szene gepasst. Ja. So, ihr habt jetzt gesehen, was wir gemacht haben. Wir wollten euch natürlich berichten, wie es dazu gekommen ist und wie es uns dabei ergangen ist, was wir dabei empfunden haben. Mhm. Vorab möchte man eins sagen zu Covid-19. 6 Mann in einem Wohnmobil und nicht nur in einem Wohnmobil, auch ums Wohnmobil herum. Da werden nicht immer 100% alle Abstände, die geboten sind, eingehalten. Wir sind 3 Tage zusammen gewesen. Wir sind 3-mal getestet worden. Wir kamen alle getestet zum Treffpunkt an.
Wir sind alle negativ gewesen. Mhm. Die Gefahr einer Ansteckung war sehr gering. Okay, ja. Und ich denke auch nicht, dass da was passiert ist. Nein. Im Übrigen hat das Team, wenn es bei uns im Wohnmobil gewesen ist, immer Maske getragen. Ja. Mhm. So, das vorweg. Und dann wollten wir euch sagen, wie es dazu gekommen ist. Ja. Mhm. Wir haben eine E-Mail bekommen von Bavaria Entertainment, dass der Sender SWR, also der Südwestrundfunk, ja, also aus Baden-Württemberg, ja, eine mehrteilige Doku über Camping drehen möchte und verschiedene Protagonisten gesucht werden. Und unter anderem auch wir gefragt wurden, eben, ob wir daran Interesse hätten, haben wir natürlich sofort ja gesagt. Ja. Klar, das ist ja interessant. Es ging dann darum, entweder, was habt ihr lieber, Berge oder Nordsee, Ostsee? Mhm. Haben wir gesagt, das ist uns egal, wir würden gerne mitmachen, weil es uns einfach furchtbar interessiert. Dann haben wir ein Bewerbungsvideo eingeschickt, ein kurzes nur, wo wir uns vorgestellt haben. Und dann haben wir nichts mehr gehört. Wir haben schon gedacht, das ist gecancelt. Dann kam eine Zwischenmeldung, dass wegen Covid und den Lockdown es nicht mehr möglich ist. Mhm. Und als dann Schleswig-Holstein gelockert hat, kam der Anruf, ob wir kurzfristig bereit wären, da mit einem Team loszuziehen. Haben wir gesagt, selbstverständlich. Man hat dann den NOK, den ich vorgeschlagen habe, aufgegriffen, hat aber gesagt, der SWR möchte gerne, dass noch Ostsee und die Insel Fehmarn, eingebunden wird. Haben wir gesagt, da haben wir kein Problem damit. Also haben wir uns in Rendsburg verabredet und habt ihr dann gesehen, da ging es dann los Richtung Norden. Es waren 4 Leute dabei, das war die Produktionsleiterin. So ein Ordner hat sie dabei gehabt, da war alles drinnen gestanden, was abgearbeitet werden muss, welche Szene und was für Aussage das da rauskommen muss. Und das Erstaunliche war, die haben nichts gedreht, ohne vorher eine Genehmigung zu bekommen. Auf keinem Campingplatz, in keiner Stadt, nirgends. Nirgends, ja. Nirgends. Also alle Szenen, die da gedreht wurden, waren mit amtlicher Genehmigung oder halt, wenn es auf einem Privatgelände war, von den privaten Betreibern. Ja, so wie wir YouTuber durchs Leben gehen, ja. Kamera an und durch die Menschen durch, so machen die das nicht. Ja. Wir drehen ohne großartige Genehmigung an allen Ständen, müssten eigentlich im Prinzip immer Genehmigungen einholen. Wobei ich mir auch nicht so ganz sicher bin über die Regeln. Mir hat die Aufnahmeleiterin gesagt, sie drehen kein Gesicht ohne Genehmigung, sie drehen kein Kfz-Kennzeichen, nichts. Und ich weiß, dass Kfz-Kennzeichen in Deutschland unproblematisch ist, weil man nicht auf die Person zurückführen kann. Und Gesichter, die ins Bild reinlaufen, die zeigt jeder YouTuber eigentlich. Zeigt ja sogar das Fernsehen, wenn in der Nachricht, wenn sie da Außenreportage haben. Oder Messeberichte oder sonstiges machen, dann sieht man auch immer Gesichter von Unbeteiligten. Ja, ja. Ja. Also insoweit hat sich mir die Logik oder uns beiden die Logik nicht so erschlossen. Ja, vielleicht ist es, wenn sie speziell eine Reportage machen, vielleicht sieht da die Sache wieder anders aus. Aber das ist ja jetzt auch nicht unser Thema. Nein, das wollten wir nur gesagt haben, wie andere damit umgehen. So, was uns natürlich dann interessiert hat, das war auch das Material, was sie verwenden. Und da muss ich sagen, so viel unterschiedlich ist es gar nicht. So, außer die große Kamera. Ja, natürlich. Und die große Kamera, die könnten wir gar nicht verwenden. Ja, denn das ist eine Kamera, da geht nichts automatisch. Da muss alles manuell eingestellt werden, was aber dann zur Folge hat, dass das Objekt oder den Menschen, die Person, die man aufnehmen will, auch optimal in Licht und in Schärfe gezeigt wird. Ja? Was ja bei uns in Automatikkameras nicht immer hundertprozentig so funktioniert. Aber wir als YouTuber nehmen das einfach hin. Fernsehen kann das natürlich nicht. Ja. Deswegen diese Riesenkamera, die haben. Ja. Aber qualitativ macht die keine besseren Videos als wir. Mhm. Ja, die sind qualitativ nicht besser. Unsere müssen halt dann ein bisschen nachgearbeitet werden. Aber Aufsehen hat es natürlich schon erregt. Ja, ist ja klar, wenn da ein Kameramann mit so einer riesen Kamera auf der Schulter durch die Straßen läuft, da schaut natürlich jeder, das ist klar. Ja. Und der Tontechniker dann manchmal mit seinem Mikrofon, also ein riesen Wäscher da. Also das ist natürlich klar, das macht dann schon Aufsehen. Wobei wir persönlich waren verkabelt mit ganz normalen Mikros, ja, wie so, sie wir auch so verwenden. So ähnlich. Wir haben, ja, also Funkmikros, das waren im Prinzip die gleichen. Nur das Gerät, was wir haben, ist kleiner. Das Funkgerät ist kleiner, ist größer gewesen von denen, weil da auch mehr Akkus drinnen waren. Also unser
Funkmikrofon hält ungefähr eine Stunde und es hält 7 bis 8 Stunden. Ja. Das ist der Unterschied gewesen, deswegen war das auch größer. Ja. Aber im Prinzip nicht viel anders als bei uns. Mhm. Wir haben auch für die dann, weil die hatten schon Feierabend, wir standen am NOK, dass dann die interessanten Schiffe kommen, wie die schon weg waren. Und dann haben wir noch Schiffe gefilmt und die Aufnahmen haben wir denen zur Verfügung gestellt. Und die sind qualitativ genauso hochwertig, wie wenn sie mit der professionellen Kamera gedreht worden wären. Das haben die uns auch bestätigt. Ja. Und dann haben sie uns auch gebeten, eine Bettszene zu drehen. Ja. Aber nichts Schlimmes. Ja. Ja. Natürlich nicht, oder? Und wir dürfen die euch jetzt nur nicht zeigen, ja? Nein. Weil wir haben die ja dem Team zur Verfügung gestellt und es kommt eventuell dann in dem Film, der gezeigt wird. Und wenn diese Szene, das dürfen wir nicht vorab zeigen, auch wenn es wir aufgenommen haben. Ja, aber wir zeigen euch das alles, wenn der Film gesendet wurde, dann zeigen wir euch das alles. Also wenn wir kriegen den Film, was uns angedeutet wurde, dass das klappt. Und natürlich zeigen wir euch auch dann die Originalszene, wie wir sie gedreht haben. Ja? Das haben also wir gemacht. Und was dann auch interessant war, das waren die verschiedenen Einstellungen. Ja. Also manche Szenen hat er aus 3 verschiedenen Einstellungen heraus gefilmt und schneidet es dann irgendwie zusammen. Ja. Wir sind selber gespannt, wie das produziert wurde. Zum Schluss rauskommt, das Ergebnis dann ist. Ja. Sind wir selber gespannt. Mhm. Dann habe ich gekocht vor der Kamera und da waren 3 Kameras auf mich gerichtet. Also 2 so GoPros oder so Actioncams haben sie befestigt. Mhm. Ja. Und dann, die große Kamera, und der Kameramann denken. Ja, und die große Kamera. Also ich bin auch gespannt, wie das dann rauskommt. Mhm. Also es wurde sehr viel Aufwand betrieben und es wurde nach 3 Tagen, wir haben 3 Tage vollständig, bis auf ein bisschen Fahrzeit natürlich, vollständig gefilmt. Und was da an Material aus teilweise 3 Kameras zusammenkommt, das wird dann zusammengeschnitten auf circa 20 Minuten. Also eine Doku soll 45 Minuten wohl gehen und davon sind wir ja nur die Hälfte. Mhm. Ja? Also ungefähr 3 Tage Filmmaterial auf 20 Minuten zusammengeschnitten. Auch für ungefähr 20 Minuten. Denn. Ja, wir wurden auch zu nichts gezwungen oder genötigt. Also im Gegenteil, wir wurden immer gefragt, ob das okay ist. Und wenn ich gesagt habe, nee, das möchte man eigentlich so nicht, dann ist es sofort akzeptiert worden. Also das war ein sehr faires Miteinander. Ja. Es war auch also teilweise mal sehr viel Spaß gehabt zusammen. Oh, wir haben sehr viel Spaß gehabt. Ja. Also der erste Tag, das war ja ganz klar, der war für uns natürlich sehr, da waren wir auch selber angespannt. Da haben wir ja auch selber so gut wie gar nichts für unseren Kanal gefilmt. Ja. Ja. Also wir haben natürlich das Team gefragt, ist euch das recht? Ihr wisst ja Bescheid, wir sind YouTuber, wir würden auch gerne was filmen. Also sie hatten da keinerlei Probleme. Aber am ersten Tag, da haben wir eigentlich wie nichts gefilmt. War zu aufgeregt, ja. Ja, und dann war das Wetter auch ziemlich schlecht. Und das hat schon auch ein bisschen auf die Stimmung gedrückt. Denn wir haben uns, also ich kann jetzt nur für mich reden, aber ich denke, bei dir ging es nicht anders. Mir hatte ich schon sehr gestunken, da fiebert man auf sowas hin. Und dann ist es noch Ende Mai, ja. Und dann ist es so bitterkalt und regnerisch. Und man kann gar nichts unternehmen, aber die anderen beiden Tage haben dann eigentlich ziemlich entschädigt. Ja, man hat sich ja auch näher kennengelernt dann und ist lockerer miteinander umgegangen und wir hatten also richtig Spaß miteinander. Ja. Wir sind auch nach der Meinung gefragt worden, die habe ich dann unverblümt geäußert und zu einem Stellplatz haben wir mir ein bisschen negativ artikuliert. Da habe ich gefragt, ist das jetzt okay oder war das zu negativ? Nein, das ist okay. So, ja. Ich bin gespannt, was da gezeigt wird. Ja. Es war also auf jeden Fall eine hochinteressante Sache und wir haben halt gemerkt, nicht jeder ist begeistert, wenn ein TV-Team kommt. Nee. Also es waren etliche da, die gesagt haben, nein, wir wollen ja nichts sehen. Ja. Also wir dürfen natürlich nichts verraten. Denn wir machen jetzt auch nicht, die Spannung soll ja auch noch ein bisschen steigen. Wir haben unterschrieben, dass wir nichts dürfen und die mit unseren Aufnahmen alles machen dürfen. Ja, und da halten wir uns natürlich auch dran. Ja. Kann ich ja auch verstehen. Mhm. Es wurden jetzt 3 Tage gedreht, aber wir haben schon gesprochen, wo da der Rahmen ist und dass wir jetzt dieses Video drehen, das ist also wohl sicherlich ohne Probleme, denn es ist ja bekannt, dass wir jetzt da unterwegs gewesen sind und wir wollen euch natürlich auch informieren, was wir jetzt da erlebt haben. Das war auf jeden Fall eine hochinteressante
Sache. Wir warten es ab, bis das Video kommt. Mhm. Ja? Und wir dann, können nur sagen, dass wir eigentlich zufrieden waren, oder? Sehr zufrieden. Das, ja, das war also, sehr anstrengend. Also wir meinen, es sind keinerlei Einstellungen, die jetzt irgendwie negativ auf uns zurückzufallen wären. Nein. Oder so. Gell? Also es kommt jetzt darauf an, was die Schneidtechnik macht. Also man kann ja alles aus dem Zusammenhang rausschneiden. Ja, aber da war jetzt, glaube ich, nichts, was jetzt irgendwie verfänglich wäre. Ja, oder schlecht für uns. Nein, jetzt als Person meine ich ja jetzt auch. Ja, also dass man da jetzt ins Lächerliche gezogen wird oder so. Nö. Also wir hatten da überhaupt keinen schlechten Eindruck. Gell? Ich schätze auch die Sarah, die ihr gesehen habt im Video, die schneidet das Ganze ja auch. Sie ist die Regie, Regisseurin gewesen und auch die Cutterin. Und die schätze ich jetzt als Mensch auch nicht so ein, dass die da irgendwie uns reinlegen würde. Ja, sie haben auch immer wieder betont, wenn es Genehmigung eingeholt haben, sie sind nicht irgendein so ein wilder Privatsender, der nur Leute durch Kakao ziehen will, sondern sie sind ein seriöser Sender von SWR, ja. Also insoweit haben wir da überhaupt keine Bedenken. Nein, also haben wir nicht und wir sind richtig gespannt. Ja, aber anstrengend war es trotzdem, weil wir mussten jeden Tag um 6:30 aufstehen. Mhm, ja, es fing dann eben immer schon an mit Testen. Ja, dann kam immer der Test dazwischen und natürlich auch das Fahren, das Absprechen und dann auch Fahrräder ein- und ausladen. Also es war schon, man war schon gefordert und jeder Abend war ich auch froh, wenn wir dann wieder entlassen worden sind. Ja, da haben wir es eigentlich, wieso während dem Tag über habe ich das eigentlich gar nicht so gemerkt, dass das jetzt irgendwie der letzte Tag war schon anstrengend. Mhm, ja, aber... Und wo es dann nachher fertig war, da haben wir dann gesagt, oh, wir sind dann auch erst einmal in Fehmarn noch, haben wir Fischlokal gefunden. Ja, wir wollten dann doch nicht mehr auf dem Stellplatz in Fehmarn. Ich habe es immer noch nicht richtig gelernt, obwohl wir ja schon vor 2 Jahren auf Fehmarn waren. Und immer rutscht mir das Wort falsch raus. Aber jetzt habe ich es, Fehmarn. Ja. Wir wollten da dann doch nicht mehr übernachten und sind dann nochmal lecker Fisch essen gegangen. Ja, in einem Fischlokal, das war sehr, sehr gut. Ja. Und wir waren auch in Puttgarden, da haben wir nämlich vor 2 Jahren schon mal Fisch gegessen. War auch wieder lecker. Blenden das Video Nummer 1. Der Fischstand, wo wir damals gewesen sind, der war zwar nicht mehr da, aber ein anderer war da, der war auch nicht schlecht. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, ihr wisst ja, Daumen nach oben. Jawohl, das lieben wir. Und wartet auf den Sendetermin. Wir veröffentlichen es bei Facebook bzw. auf Instagram. Ja. Und ansonsten im SWR, wenn eine Dokumentation über Camping kommt, da sind in einem der Seriendokumentation, da sind dann wir dabei. Ja, und ja, vielleicht kann wenn man. Wenn sie uns nicht raussteigen. Ja, genau, wenn sie dann nur Landschaft bringen. Vielleicht haben wir uns so blöd angestellt, dass ich sage, von denen bringen wir gar nichts. Ja, nur Landschaft. Ja. Wir bedanken uns auf jeden Fall nochmal beim Team. Ja, war sehr schön, mit euch zu drehen. Für die sehr nette Zusammenarbeit. Ja. Und wir hoffen auf ein gutes Ergebnis für euch. Und für uns und für den SWR. Ja, und für euch als Zuschauer natürlich auch. Habe ich ja gesagt, für euch. Ach so, ja. Ich habe gesagt, für euch, für uns und für den SWR. Alles klar. Jetzt stoßen wir nochmal an und dann haben wir das Filmprojekt abgeschlossen, oder? Nein, noch nicht. Wir bringen ja dann noch Ergebnisse, ja. Und auch ein bisschen Outtakes, ja, weil wir haben ja auch gefilmt. Also. Wir trinken jetzt und verabschieden uns. Ja, tschüss. Macht's gut, bis bald.